Dort lebt man in Freiheit. Keine Maske, keine Abstände, keine Irrsinnsregeln. Wie schön! Wann kriegen wir das? Tja, gute Frage. Das fragen wir uns bei Bild ja schon eine ganze Weile. Das Tolle an Dänemark ist ja nicht nur, dass es keine Regeln gibt, sondern dass es auch überhaupt keinen Corona-Ausnahmezustand gibt. Es ist ja nicht so, dass Dänemark irgendwie die Regeln gelockert und dann ganz abgeschafft hat. Und seitdem ist da die Hölle los. Aus der Hauptstadt Dänemarks, aus Kopenhagen. Ja, so sieht Freiheit aus. Und man muss auch sagen, in Dänemark sieht die Freiheit auch schon relativ lange so aus. Also der Freedom Day, der hat zu den letzten Rest an Corona-Regeln weggekehrt. Aber auch davor war Dänemark viel freier als wir in Deutschland. Und das, obwohl die Impfquote auch nicht so viel höher ist als unsere. Ich meine, wir wissen ehrlich gesagt gar nicht, wie hoch unsere Impfquote ist, weil unser Robert-Koch-Institut das einfach nicht sagen kann. Da sind die Daten mal wieder nicht ganz genau und schwanken um bis zu 5 Prozentpunkte. Also absoluter Wahnsinn. Wir müssen halt leider mit den Zahlen arbeiten, die uns geliefert werden. Ne? Auf die müssen wir dann doch irgendwie vertrauen, auch wenn wir alle wissen, seit Beginn dieser Corona-Krise schafft es das Robert-Koch-Institut eben nicht, verlässliche Zahlen zu liefern. Aber schauen wir mal auf das Zahlenmaterial, was wir bekommen im Vergleich mit Dänemark. Und da ist es interessant, beginnend am 1. September, da liegt Dänemark bei einer Inzidenz von 102 und Deutschland bei 80. Am 10. September hat Dänemark dann, wie wir es gerade schon besprochen haben, den Freedom Day ausgerufen. Und an diesem Tag liegt die Inzidenz in Dänemark bei 62, in Deutschland bei 89. Und trotz des Freedom Days sinken dann in Dänemark die Zahlen hier, wo es Richtung Herbst langsam läuft, weiter. Am 23. September bei 37, in Deutschland bei 68 und so weiter und so fort. Also man sieht, dieser Freedom Day hat jetzt keine fatalen Folgen gehabt. Das war kein Superspreader-Event. Danach sind die Inzidenzen nicht explodiert. Und mittlerweile haben wir eben eine ganz ähnliche Impfquote. Das war ja damals auch noch das Argument aus Deutschland von vielen Politikern. Naja gut, Dänemark hat eine ganz hohe Impfquote, Deutschland noch nicht so weit. Zählt alles nicht mehr. Wir sind da längst gleichgezogen. Das heißt, es gibt keine objektive Begründung mehr für Deutschland zu sagen, also das, was die Dänen können, das können wir noch nicht. Nee, man denkt sich in Deutschland tatsächlich mittlerweile einfach immer neue Begründungen aus. Wir haben anderthalb Jahre nach dem Motto gelebt, wenn unser Gesundheitssystem gefährdet ist, dann brauchen wir Regeln. Nun ist es klar, unser Gesundheitssystem ist nicht gefährdet, zumindest nicht durch Corona. Jetzt hat Jens Spahn einen Satz gesagt vor einigen Tagen, den ich davor eigentlich vermisst habe. Und zwar, ja, auch vor Corona waren die Krankenhäuser gelegentlich mal voll. Ja, das ist die Realität. Und dann kam Lothar Wieler, der RKI-Chef, und hat plötzlich eine ganz neue Begründung für die Maßnahmen aufgestellt, und zwar die Grippe. Denn die Grippe hat sehr viel mit Corona gemeinsam und deswegen müsste man schauen, dass Corona und die Grippe jetzt nicht zusammenkommen und beide gleichzeitig die Krankenhäuser belasten. Deswegen müsste man die Maßnahmen schön mal laufen lassen. Bislang galt es ja eigentlich als Markenzeichen der sogenannten Querdenker, dass man Grippe und Corona vergleicht. Aber die Regierung macht das jetzt selbst, wenn es darum geht, die Maßnahmen zu verlängern. Also wirklich, es weiß niemand mehr, wofür wir das alles machen, wofür wir beispielsweise die Maskenpflicht haben, da ja jeder schon die Chance hatte, sich impfen zu lassen. Die meisten Menschen haben das auch getan. Unser Gesundheitssystem ist nicht durch Corona bedroht. Aber wir halten noch monatelang an den Regeln fest. Also die Maskenpflicht, die bleibt erstmal bis zum Frühjahr. Die Logik, Herr Lauterbach, war doch, wir lassen uns alle impfen, weil wir dann ausschließen können, jedenfalls in aller Regel, schwere Verläufe und Todesfälle. Deshalb habe ich, wenn ich in eine Kneipe gehe, ja, und da sitzen 5 Ungeimpfte, schon gar keine Sorge mehr, denn ich bin ja geimpft. Ja, aber ich will jetzt, erstmal sehr guter, sehr, sehr guter Punkt. Also einfach unbenommen, sehr, sehr guter Punkt. Dänemark hingegen sagt, wir wollen gar nicht mehr wissen, ob ihr geimpft seid, weil ihr seid ja der Staat. Ihr seid ja die Bürger. Ihr hattet jetzt die Möglichkeit. Es gab eine Bedrohung. Ihr habt ja uns gewählt, nicht wir euch. Und wir wollen euch jetzt auch nicht irgendwie gängeln. Ihr habt die Macht und die Verantwortlichkeit und die Verantwortung, euch selber um das zu kümmern, was uns in unserem Leben alle miteinander, und das ist halt gerade eine Pandemie, bewegt. Aber ihr hattet die Möglichkeit, euch zu impfen. Und das ist ein großartiges Menschenbild. Es gibt, und es ist auch genau die richtige Politik, es gibt einen Punkt, da endet die Zuständigkeit des Staates und das Recht des Staates, mich zu überprüfen, mich zu gängeln, mir Vorschriften zu machen. Und das hat die dänische Regierung
großartige Regierung in dem Fall erkannt, während die deutsche Regierung immer noch in der Wahrnehmung lebt, wir haben es eben gehört, solange offenbar nicht die Infektion noch der letzte Infizierte befreit ist von seiner Infektion und das alles dauerhaft auf Null ist, erst dann darf man dem Bürger wieder zutrauen, so zu leben, wie er es frei für sich wählt.